Zeit gegrüßt, liebe Freizeitparken-Kirmes-Freunde. Jetzt bekomme ich hier zu einem neuen Crazy Vlog und zum ersten Wasserpark hier in Dubai. Wild Wadi in Dubai. Der Wasserpark ist einer der längsten Master Blasters der Welt und viel in den lustigen Rutschen. Wild Wadi Dubai. Der Jonas ist mit dabei. Wir gönnen uns einen geilen Tag. Der Wasserpark ist viel zu beteuert. Ich habe ungefähr, also wir haben mit Rabatten 65 Euro gezahlt, Tageseintritt. Normalerweise kostet er um die 80 Euro Eintritt. Allerdings kostet der andere, der liebe Aquaventure, 90 Euro. Deswegen haben wir es gelassen. Du bist dabei heute, Jonas. Ich zeige dich auch nicht, was du nicht möchtest. Wir gehen jetzt rein und wir werden ein paar Aufnahmen bis dann sehen. Masterblaster extrem. Und ich komme nicht auf, Das Allerschlimmste ist einfach meine fucking Hose. Und jetzt komplett runterrutscht. Rutsche. Jetzt kommt die geile Aussicht. Seht ihr das? Wahnsinn! Geiler von Dubai. Und jetzt kommt noch ein Abschnitt. Ab ins Dunkle.
bewegt. Leute, bringt dich ab. Und jetzt holen wir uns eine Strecke aus. 1, 2 oder 3. Bis morgen. Wurde jetzt ganz links genommen, wie ihr seht. Ups. Die ist so trocken, dass wir stehen geblieben sind gerade. Anscheinend rutschen die nicht so viele. Weil da jetzt nämlich, wie ich gerade sehe, keinen Part mehr nach oben, dass sie nur noch runterrutschen. Wir haben hier keinen Master Blaster mehr. Und das ist das Ende, wir sind unten. Da kommen die anderen zwei Rutschen her. Genau. Und ja, jetzt sind wir am Ende. Das war's. Also wie ihr seht, man kann praktisch mal aussuchen, wo man rutscht. Man eine von diesen drei Möglichkeiten in dem Becken. Wenn man jetzt aber die Rutsche ganz rechts rutscht, kommt ein weiteres Becken, in dem kann man wieder dreimal wählen. In dieses Becken sind wir jetzt erst gar nicht reingekommen. Also das haben wir. So, und jetzt rutschen wir die zweite Rutsche. Die geht auch wieder von ganz oben los, aber landet wieder in dem Becken, wo die drei Rutschen weitergehen, das ich euch gerade eben gezeigt habe bei der anderen Rutsche. Also das landet auch wieder in dem Becken, wo die drei rutschen. Und man sich wieder eine aussuchen kann, jetzt rutschen wir die ganze rechte dann, weil dann kommen wir wieder in ein Becken und da kann man sich wieder zwischen drei Rutschen entscheiden. Deutlich kürzer als die erste, hat aber nur einen Abschnitt, aber dafür hier richtig geile Blast. Thank you, the right one. Okay. Thank you. So, jetzt können wir wieder aussuchen zwischen den drei Rutschen. Und wir nehmen die ganz rechts. Yes. Und wir sind im zweiten Becken und jetzt kommen wir hier wieder jetzt sind wir im zweiten Becken angekommen. Hier können wir wieder zwischen drei Rutschen auswählen. Und hier ist eins, da vorne ist die zweite, da ist die dritte Rutsche und wir gehen jetzt wieder hier ganz rechts. Also da vorne sind die anderen beiden und wir gehen hier wieder ganz rechts in die Reihe. Und hier ist es verdammt dunkel. Hier sieht man nichts mehr. Hier ist richtig extrem. Ich hab keinen Plan, wo es hingeht. Und jetzt sieht man wieder was. Und wir sind am Ende. Hier ist das Endbecken, wo wir vorher auch drin waren. Wie gesagt, man kann zweimal auswählen zwischen drei Rutschen und man kann am Anfang zwischen zwei Rutschen wählen und dabei einmal die längere Masterblast und einmal die kürzere nehmen. Die anderen Strecken zeige ich euch auch noch, wenn ihr jetzt erst zwei Strecken praktisch gemacht. Und jetzt die mittlere nach dem Becken, Leute, die mittlere. Mittlere gerutscht.
Dann kommen wir wieder in den Becken raus und gehen jetzt die. Muss man. Und jetzt sind wir hier in den Becken ganz links. Okay. Yes. Ready? Yes. Bye. Thank you. Bye. Ist auch wieder sehr trocken. Aber das war jetzt die ganz linke. Im zweiten Becken werden wir auch noch die in der Mitte und die dunkle Spitze von vorne. Von vorne. Und schon kommt wieder ganz unten. Hier kommt die andere raus. Und die dritte von vorher kommt hier raus. Also die ganz links, wo man ins zweite Becken erst gar nicht reinkommt. So, weil beim zweiten Becken haben wir jetzt die zweite, die mittlere Rutsche. Beim zweiten Becken die mittlere Rutsche. Hier ist die zweites Becken, die mittlere Rutsche. So, und auch hier ist jetzt Schluss. Also, ihr habt jetzt die Master Blasters gesehen. Man hat wirklich am Anfang hier Möglichkeiten zwischen zwei zu wählen. Gehen wir da raus. Zwei Master Blaster zu wählen. Einmal hat man die ganz, ganz große am Anfang, also diese eine lange. Dann kann man ja eben die kurze am Anfang nehmen, die wird gerade gerutscht sind. Dann kommt man in ein Becken rein, da kann man zwischen der rechten, der mittleren und der linken rutschen. Die linke für direkt zum Ende, die mittlere für das zweite Becken, die rechte auch. Im zweiten Becken hat man wieder drei Auswahlmöglichkeiten. Da kann man die rechts wählen, das ist die ganz dunkle. Die in der Mitte, die ist so ein bisschen hin und her und die links ist auch ein bisschen hin und her. Nichts Besonderes. Aber mega geile Rutsche, mega lange Master Blasters. Finde ich extrem genial, vor allem wie lange die gehen. Ja, und jetzt gehen wir für euch, habe ich vorher auch schon gerutscht, mal Tantrum Alley und Burj Surge. Wie heißt die Scheiße? Burj Surge rutschen. Das sind große Trichter und Cone Slides. Zeigen wir euch jetzt mal, schauen, ob ich da auffilmen darf. Bis dann. Yes. Nein, 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 ja. Ja, du Wichser. Wow. Hier genau war das die Burj Surge. Das sind zwei riesige Trichter. Man rutscht in so einem Rafting-Reifen, wo man drin sitzt. Gefällt mir richtig gut auf Ibis Bock. Vor allem, weil es nach dem Trichter immer richtig schnell runtergeht. Und man nicht weiß, wer rückwärts und wer vorwärts kommt. Richtig coole Rutsche. Vor allem, man kriegt die Wasser ins Gesicht. Was bei den Temperaturen, die man hier hat, echt cool ist. Jetzt gehen wir Tantrum Alley rutschen. Das ist ein Cone Slide. Mit diesen Cones da oben. Da freue ich mich auch richtig drauf. Und da könnt ihr auch ein On-Ride wahrscheinlich eher verwackelt, weil irgendwie auch festhalten muss. Bis dann. Schüttel. Sofort verhärtet das die erste. Schon irgendwie. So.
Wie gesehen haben, waren wir jetzt in Tantrum Alley. Der Cone Slide mit den ganzen Cone-Trichtern. Die war jetzt ein bisschen härter als bei unserer ersten Fahrt. Ich habe leider rückwärts gefahren, aber so in die andere Richtung gefilmt. Macht ja nichts. Hat mir gefallen. Geile Rutsche. Ja, und jetzt gehen wir nochmal für euch den letzten Weg der Master Blaster filmen. Aber den werde ich wahrscheinlich eh vorher reingeschnitten haben, dass man das dann versteht besser. Ja, und das waren jetzt so die wichtigsten Rutschen. Tantrum Alley, Bush Surge, die Master Blasters. Dann gibt es hier noch den großen Kinderrutschenturm. Zeige ich euch kurz den Kollegen hier. Und ja, und dann gibt es vorne noch die Jumeirah Scarer. Das sind zwei Rutschen mit Fallklappenstart, also mit Falltierstart, so Speedrutschen. Die filme ich für euch auch noch. Dann werdet ihr die aussehen. Und das sind so die meisten Rutschen. Ich habe noch einen relativ großen Lazy River. Also das Wasser am Boden ist so heiß. Ja, und es hat gefühlt 50 Grad. Wenn ich nicht mal gefühlt, es hat doch nicht wirklich 50 Grad. Wie voll ist denn die Rutsche? Ah, geht, passt, geht. Dann machen wir jetzt noch den letzten Weg für euch, filmen wir ab. Und dann haben wir alle Onwards gemacht, aber in der Jumeirah Scarer filme ich sicher nicht. Auch wenn ich sie wahrscheinlich rutschen werde. Dann habt ihr hier noch ein relativ großes Wellenbecken. Genau, und da hinten das Burj Al Arab. Das ist das einzigste 7-Sterne-Hotel der ganzen Welt, das es hier direkt am Wasserpark gibt. Hat auch ein, ja, das einzige, Entschuldigung. Hat auch einen Helikopterlandeplatz da oben. Das ist direkt neben dem Wild Wadi. Okay. Ja, Leute, dann wie gesagt, melde ich mich später nochmal. Der Vlog wird ein bisschen kürzer, weil es ein Wasserpark-Vlog ist. Ja, und dann wie gesagt, geht's jetzt für euch den letzten Weg filmen. Und dann komm mal kurz mit, durchgehen, ich würde einmal. Oh, hier ist die Kälte gemacht. Lass mal kurz zum Eimer gehen, damit den Eimer so den Kopf schütten lassen. Schon, oder? Das ist schon kälter, oder? Ich erkläre nochmal alles kurz. Also, da oben bei der 1 geht die erste Master Blaster los. Da ist dann das erste Becken, dann geht es hier nochmal weiter, da kommt dann wieder ein Becken. Dann geht es hier wieder weiter, da kommt wieder ein Becken. Dann geht es hier wieder weiter. Da kommt irgendwo wieder ein Becken, wo man dann aussuchen kann. Genau, das ist dann das hier, da. Da kann man noch nicht aussuchen normalerweise. Na, da kommt man hoch, genau. Dann geht es hier weiter und dann kommt man hier in das Becken und da kann man dann aussuchen zwischen. Dann, das ist noch ein normales Becken, man kann wieder weiterrutschen. Und hier kann man jetzt aussuchen zwischen der, der und der. Wenn man jetzt die weiterrutscht, kommt man eben ganz zum Schluss. Wenn man die beiden weiterrutscht, kommt man ins dritte Becken. Und hier kann man zwischen den beiden aussuchen. Und mittlerweile noch zwischen der dunklen Rutsche und der dritten. Das hier ist die mit dem Cone, die Trichterrutsche, die Jumeirah Scarer, die steile und hier der Kinderrutschenbereich. Und ganz außen rum geht hier der Lazy River. Da und da oben. So, also, wie gesagt, wir waren jetzt im Wasser, wir verlassen jetzt den Wild Wadi. Ihr habt die Impressionen gesehen. Mir hat der Wasserpark sehr gut gefallen, vor allem hat er viele abwechslungsreiche Sachen. Ich finde diese lange Masterblast genial. Vor allem diese Option, dass man dann aussuchen kann, in welche ganzen Rutschen man rutscht. Tantrum Alley ist eine richtig verrückte Rutsche, wo man in diesem Cone hoch und runter wie so eine Halfpipe richtig Bock gemacht. Ich bin dann letzte Woche im Galaxy die alte Rutsche damals gerutscht, die neue Rutsche gerutscht. Warte mal kurz, ich mache eh noch Fazit zu Ende. Und dann hatten wir noch die Surge-Burg. Immer Spaß, wenn man einfach nicht weiß, wer kommt rückwärts mit dem Trichter rein. Das ist einfach auch total lustige Rutsche. Und dann hatten wir noch. Haben wir noch was? Nee, dann hatten wir eigentlich gar nicht mehr, weil Jumeirah Scarer bin ich nicht gerutscht, hatte keine Lust und Zeit mehr dazu. Genau, deswegen sind wir jetzt fertig. Wie gesagt, mir hat es sehr gut gefallen und ich kann euch allen diesen Wasserbacken weiterempfehlen. Er ist echt teuer, dafür, dass er vielleicht weil es wenig Rutschen hat. Aber die sind super hier alle teurer und die Rutschen sind außergewöhnlich. Und die Masterclass sind ja mehr oder weniger 8-9 Rutschen auf einmal.
Na gut, hat sie auch gefallen, Jonas? Hat sie auch gefallen? Ja, passt. Gut, dann gehen wir jetzt, dann seht ihr im nächsten Vlog. Ja, was ist im nächsten Vlog? Im nächsten Vlog werdet ihr vermutlich mal kurz ein paar Impressionen von der Aussichtsplattform von Burj Khalifa sehen. Und es geht ins Legoland Dubai, Bollywood und Global Village. Viel Spaß, ciao.